Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Pokémon Schwarze Edition 2. Und wie ihr seht, bin ich hier auf Dausinghof. Und wir sind jetzt mit den Leuten. Letzten haben wir gegen meine Rivalen gekämpft und gewonnen. Ja, hier ist Escher. Escher hält wieder mal einen Trank. Ich bin leider erkältet. Etwas erkältet, aber trotzdem möchte ich euch noch vor heute noch ein Video machen. Und hier auch eins. So, das passt dann. Schon jetzt labern die noch ein bisschen weiter. Besitzer übrigens, ihr habt nicht zufällig in die Namensserie Bark gesehen. Ja, machen wir denn hier? Ich hab nicht ewig Zeit. Mit einem Ausrufezeichen. Tja, was soll das heißen? Machst du dir auch wirklich Sorgen? Der Pokémon könnte für immer von sein kapiert. Wie auch immer, ich werde es suchen. Du hilfst mir dabei. Oh nein. Besitzer, wo ist, ja. Auf dem Hof. Oh Mann, mach hin, komm schon. Wer muss denn noch labern? Ja, jetzt hat es nicht geschafft, ja. Heute versuche ich in dieser Folge mal einen Riolu zu fangen. Da ist erstmal noch unser, Weiler sucht gerade eigentlich nur rum da. Kommen wir nicht weiter, wir müssen rum. Hier rum. Gucken, ist da so ein Ausgang? Ja, ist da auch. Können da mal gucken. Haben wir selber schneller. Können wir hier hochgehen. Okay. Dias. Terry Park, ob es nicht weggelaufen. Auf geht's. Ja, und dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Lang und guck mal weiter, unser steht da oben. Es gibt jetzt zwei Varianten, entweder könnt hier lang gehen, aber und dann an dem Hausmeister noch vorbeigehen, oder ihr geht einfach hier durchs Gras und guckt, ob ihr da mal ein Pokémon fangen wollt. Ich gehe jetzt einfach hier durch, auch mal ein bisschen kurz. Ja, wir müssen jetzt gegen ein Pokémon kämpfen. Komm, bitte seid ein Riolu. Bitte. Bitte, 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 bitte. Nein, ein Yorkshire. Daran hat es kein Interesse, aber ich werde es trotzdem einfach mal bekämpfen. Und nochmal ein paar Erfahrungspunkte für unser Otero nochmal zu machen. Los, Otero. Da kommt es auch schon raus. Runter mit dir. Wir haben leider drei. Deshalb werde ich jetzt erstmal im Beutel KP und AP Erholung auf Trank und einsetzen. Dann haben wir schon mal 20 Leben wieder bekommen.
Und jetzt geht es erstmal wieder hoch. So, wir haben 23 Butter wurden aufgefrischt. Burger füllt jetzt Schnüffler ein. Ja, ist alle. Otto wurde erkannt. Gut, passt. Setzen wir jetzt mal einfach mal Aquaknarre ein. Otto setzt Aquaknarre ein. Zack, zack. Komm raus, Heck. Komm schon. Nein, das Schritt reicht nicht. Jakob wird seit Tackle ein. Und Kampf ist hier auch bald vor. Ich setze jetzt hier noch einfach nochmal Aquaknarre ein. Dann passt. Jakob setzt Zwerblick. Das wird mir auch nicht viel bringen. Ja, machen wir. Warte. Ja, und dann weiß wir diese blauen Punkte zu uns wurden. Ja, und Verteidigung wird sinkt erstmal von uns. Bin für mein Otaro. Und dann Otaro setzt Aquaknarre ein. Und los. Zack, 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 los, weg damit. Nice, Allah. Super. Ja, Clef wurde besiegt. Ja, Clef wurde besiegt. Ja, das passt. Jetzt nur noch auch unten. Otto hat 48 Erfahrungspunkte bekommen, das muss noch zum Level auf Level up erreichen. Na, komm, 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 yes! Nice, Alter, Level 10. Das ist jetzt unser Otto. Das passt. Ich entschuldige mich dafür, dass das Spiel so viel leckt. Also dass so viel, dass so viel hakt. Und jetzt gehen wir einfach mal weiter. Wir sind jetzt hier draußen. Okay, dann läuft uns jetzt. Ah, läuft uns jetzt noch hinterher. Da fällt mir ein. Ich habe hier etwas Tolles für dich. Okay, ein Paraheiler. Passt. Die Tintasche. Benutzt das, wenn dein Pokémon paralysiert ist. Ja, das weiß ich. Pokémon verschwindet. Ja, verschwinden noch. Jaul. Jaul. Unser Rivale kommt noch mal bei uns vorbei. Hast du das gehört? Ja, habe ich. Los, hey. Ich sehe nach, du suchst da drüben. Möchten aber erstmal noch das Item hier abholen. Ist einer von den Fassen. Ja, ich hatte das alte im Trank gefunden. Passt. So. Jetzt gehen wir einfach mal hier nochmal hin und auf einfach mal hier weiter. Und dort drüben seht ihr einen von
von Team Plasma. Bitte komm jetzt nach Rio. YOLO. Yes! Mann, Alter. Jetzt darf ich jetzt nicht überstürzen. Entweder das Riolo erscheint. Ja, bitte. Auf Level 5. Mal gucken. Da ist meine Tackle-Attacke ein. Und jetzt machen wir ein bisschen nicht. Jetzt mal glaube ich Tackle ein. Pokémon Tackle. Komm bitte. Riolu Wild setzt Ruckzuckhieb ein. Nice, Alter. Passt. Komm, leider ich jetzt nicht. Warte, das ist Tackle ein. Das darf aber nur nicht down gehen. Komm. Halt an, halt an, halt an. Ja. Boah, Beute. Weil wir haben 10 Pokéball. Zieh mal einen Pokéball und einsetzen. Komm bitte, nimm es einfach bitte mit. Na komm. Werf jetzt einfach mal. Der 5 muss doch mit dem Pokéball eigentlich zu sein. Erstmal in den Pokéball rein. Und fertig. Noch nicht ganz. Komm, komm, komm. Und habe ich es. Und der Pokéball legt sich immer noch auf. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, komm. Komm bitte, jetzt geh ich raus. Nein! Oh shit. Ich habe es aber auch jetzt gar keine. Komm, mit der nächsten Attacke, das ist jetzt weg. Alter, shit. Aber wir müssen einfach noch Bälle raufhauen. Erstmal, nochmal, Beute. Bälle. Ein Pokéball. Ja, das ist ein Elendmittel. Komm. Komm schon. Er setzt Pokéball ein. Komm bitte. Na ja, los. Hol's. Oh Mann, Alter. Komm. Bitte. Eins. Komm, die 2. Oh shit, 3. Und komm, 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 komm. Bleib drin. Na, shit. Na, shit, ich hab jetzt keine Attacke. Der nächsten, ich gucke mit einer Aqua-Knarre. Ob es dann weg wäre. Egal, muss dann eigentlich weg sein. Aqua Knarre, komm einfach. Bitte hau es jetzt einfach nicht um. Ich möchte dieses Riolu einfach nur haben. Ja. Komm. Die Attacke darf jetzt nicht zu stark sein, Alter. Komm. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Bleib da, bleib stehen, nein, shit. Das war eine zu starke Attacke, also ich hätte die aber Knarre lieber am Start machen müssen. Schade, schade, ich suche dann später nochmal nach einem. Ich mache es dann gleich nochmal und suche dann gleich nochmal rein. Nach ein Issus nochmal, so noch
nochmal nach ein. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, komm, nein, jetzt Pokéball. Komm, bitte. Ja, Pokéball, halt das einfach nur drin. Echt. Komm einfach. Komm, komm. Das ist noch nichts. Weil es auch gleich wieder aussieht. Oh Manometer. Riolu will jetzt Konter ein. Es ist viel geschlagen. Ich glaube, werde ich mich jetzt erstmal noch heilen. Einen Trank. Einen Trank so und einsetzen. Nach einem kurzen Cut sehen wir uns dann gleich wieder. Und wir haben es endlich geschafft. Riolu ist gefangen. Wurde gefangen von uns endlich. Mann. Alter Schwede. Endlich haben wir es erfangen. Warte. Erstmal noch was trinken. Riolu wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Passt, dann habe ich noch ein Entor. Und dann habe ich nur noch gefangen. Habe ich auf meinen DS. Und ein paar andere Pokémon. Mann. Ich glaube, ich mache mal noch einen kurzen Cut und dann sehen wir uns beim Team Plasma Rüpel. Jetzt sind wir beim Plasma-Rüpel. Terry macht mal Jaul. Ja, ist dieses Gejaul. Endlich haben wir dich gefunden. Ein Glück, ich sag dem Besitzer Bescheid. Bleib du hier bei ihm. Mist, du störst. Ich gehöre zu Team Plasma. Wir bringen selbst heulende Kinder zum Verstummen. Gut. Gut zu wissen, ah, das interessiert. Hast du schon von uns gehört? Ja. Das wird von meinem Spiel. Organisation, die vor 2 Jahren die Herrschaft über. Aber wer es noch nicht gespielt hat, der kann auch ruhig auf Nein klicken. Wer das noch nicht, wer noch nicht kennt. Gut. Und ich bin diesen Terry Wacke gefolgt und habe mich hier total verlaufen und dann findet mich ausgerechnet ein Kind. Das ist alles deine Schuld, nimm das. Na, guck mal, das ist das. TM21 Frustration. Passt. Okay, ich werde diese Gelegenheit für einen Rückzug nutzen. Mach doch. Hau ab. Hast du nicht verloren. Und jawohl, Wuff. Da kommen sie ja. Da kommt ja der Besitzer. Und dann nochmal was. Ich, wenn ihr, schreibt mir mal hier unten in die Kommentare, was für ein Pokémon ich noch fangen soll. Ich bin jetzt im Moment noch in Dausing Hof, Dausing und Eventura City bisher noch. Schreibt mir das einfach mal hier unten in die Kommentare. Für eure Hilfe, ja. Dias, du bist ja ganz schön unbekümmert.
ein Pokémon hätte für immer verloren sein können. Passt gefälligst besser darauf auf. Ja, unser Rivale haut jetzt erstmal nochmal ab. So. Bitte. Weiß ich nun schon, dass er sich so aufgeregt hat. Wenn ein Pokémon verschwindet, kommt er weg. Die anderen warten auf uns. Lass uns nach Hause gehen. Wir können ja auch nochmal. Ich hatte ja auch ein Flug-Pokémon, hatte ich mir auch nochmal gefangen. Und zwar ein Dusselwurm. Ich mich nicht richtig irre. Wir haben erstmal noch das Gras hier. Das immer nicht ganz ungefährlich ist, wie ihr seht. Da ist schon wieder Lauro. Ja, alles klar, vergessen. Ich habe jetzt sogar schon halt noch ein Dusselbohr noch von. Ich gehe jetzt erstmal noch zum Pokémon Center, meine Pokémon noch zu heilen. Laufe jetzt erstmal noch da rein. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Und jetzt können wir mal zum Pokémon Center mal kurz hin. Dann können wir auch mal nach Event Lua City gehen und gucken, ob Sharon da ist. Dann können wir mal den. Da kann ich ja für morgen schon mal den Arena-Kampf machen. Für nächstes Video. Und meine läuft und läuft und läuft immer noch. Nein, nein, daneben. Jetzt rein. Passt. Ja, und jetzt gehen wir mal da rein. Ja. Und das passt. Also. Nein. Und wir sind jetzt drin. Ja, ich würde sagen, nach einem kurzen Cut sehen wir uns dann wieder. Ich würde erstmal sagen, gehen wir jetzt wieder mal nach Event zur City. Na, wir müssen nochmal kurz klicken und jetzt gehen wir mal kurz. Jetzt müssen wir nochmal zur Route 20, wenn ich mich nicht richtig, wenn ich mich nicht irre. Nein, Route 19 war es ja. Ach ja, wie dumm von mir. Dass ich hingefallen ist. Und der ist laufe und jetzt gehen wir jetzt mal hier oben, zack, zur Leiter oben. Ja, und jetzt müssen wir auch noch mal hier durch, was ich auch noch ein bisschen nervig finde. Ja, das kommt dann einfach durch, ohne dass uns Pokémon jetzt begegnet. Und fertig. Und nach einem kurzen Cutscene sind wir dann in Eventura. Dann jetzt gehen wir, müssen wir jetzt nur noch hier durch den Tunnel und dann sind wir auch in Eventura City. Noch machen wir schneller. Ja. 30. Juni. Und dann hier. Jetzt gehen wir mal kurz weiter. Jetzt seht ihr auch da oben Eventura City. Und kommt das Pokémon Center.
eines Pokémon sind und dann müsste eben an die Arena sein. Oh Mann, was? Du steht dann immer noch da. Wir fragen ihn einfach mal. Dann ist er halt. Ich will endlich in die Trainerschule. Es gibt noch so vieles, dass ich über die Pokémon lernen will. Aha. Okay. Okay. Verstanden. Ich will doch hier rein. Dann müssen wir jetzt auch noch was machen. Und das, dann würde ich mal sagen, das war's fürs Video und ich hoffe, wir sehen uns dann zum nächsten Mal bei Pokémon Schwarz Edition 2.